Komm schon, ich kann nicht der Einzige sein, der feiert, dass John Cena wieder da ist. Aber nicht nur John Cena ist wieder da, sondern auch das beste YouTube-Yu-Gi-Oh!-Format aller Zeiten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den dümmsten Duellen in Yu-Gi-Oh! Heute mit dem Duell der Schulen, und zwar Jaden Yuki gegen Chaz Princeton. Eine meiner absoluten Lieblingsduelle, nicht nur in Yu-Gi-Oh! GX, sondern in Yu-Gi-Oh! Allgemein. Denn ich sag's euch, Freunde, Jaden Yuki und Chaz Princeton sind die besten Yu-Gi-Oh! Charaktere im gesamten Yu-Gi-Oh! Universum. Ja, ich habe diese Diskussion gestartet. Nehmt es so hin. Tut ihr nicht? Wie töricht. Dann erkläre ich euch hiermit den Krieg. Spaß beiseite, das Duell der Schulen ist neben den Duellen zwischen Jaden und Zane wahrscheinlich das Beste, was Staffel 1 von GX storymäßig zu bieten hat. Denn nicht nur spielt dieses Duell bei der Charakterentwicklung von Chaz und auch Jaden eine elementare Rolle, es ist auch ein ziemlich spannendes Duell und gerade wegen der Story rund um dieses Duell wollte ich es sogar zu einem der besten Duelle aller Zeiten erklären, denn ich hatte vor, ein Format zu starten, in dem ich auch über gute Duelle spreche, aber dann habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut und 4Kids dachte sich so, wir finden schon einen Weg, das zu ruinieren. Und bevor sich jetzt wieder irgendwer angegriffen fühlt von wegen, wie kannst du so über Yu-Gi-Oh! Reden, du bist ja gar kein richtiger Fan, wollte ich nur darauf hinweisen, dass alles, was in diesem Video gesagt wird, zu 100% ernst gemeint ist. Es ist nicht einfach nur so zu eurer Unterhaltung oder weil es lustig ist, es ist zu 100% ernst gemeint. Dankeschön. Eigentlich nicht, Digga. Jaden ist der Hauptcharakter, Chaz ist der arrogante Rivale des Hauptcharakters, Chaz verliert gegen Jaden, Chaz verliert gegen Bastion. Junge, das tut echt weh. Chaz verlässt die Duellakademie, im Original musste er gehen, weil der Verlierer des Duells mit Bastion fliegen sollte. Im Dub wurde es mehr oder weniger so dargestellt, dass er freiwillig gegangen ist, weil er mit seinen Niederlagen nicht klargekommen ist. Gefällt mir deutlich besser. Chaz kommt an die Nordakademie, verliert sein Deck, sammelt Karten aus der Umgebung, um ein neues Deck zu formen, besiegt 2.872.573,3 Nebencharaktere, wird der neue Nummer 1 Duellant der Nordakademie. Beide Schulen treten ihre besten Schüler aus dem ersten Studienjahr für ein Duell ab, welches jährlich stattfindet und dessen einziger Sinn darin besteht, dass der Kanzler der jeweiligen Schule einen Kuss von Dorothy bekommt. Das ist kein Scherz, das ist wirklich der Plot. Das Duell wird live im TV ausgestrahlt. Chaz' Brüder geben Chaz eine Menge teure Karten, damit er auch sicher gewinnt. Chaz entscheidet sich aber lieber, die Karten der Nordakademie zu nutzen. Chaz hat vor der Show einen Nervenzusammenbruch auf dem Klo. Ich sehe da Parallelen. Zu der Charakterentwicklungssache kommen wir dann aber die Tage nochmal in einem anderen Video. Jetzt geht's erstmal um das Duell und das startet jetzt. Also dann, Freunde, wir starten mit dem Duell und wie immer schauen wir uns zunächst die Handkarten der beiden Duellanten an. Wir sehen hier die Hand von Jaden. Da haben wir Elemental Burst Tinnitrix, Elemental Sparkman, Defusionierung, Heldengeist und Heldenring. Auf der anderen Seite haben wir die Hand von Chaz und zwar hat er den bewaffneten Drachen Level 5, fliegender Kamakiri Nummer 1, bewaffneter Drache Level 3, Chitonian Allianz und bewaffnete Arme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er hier die Karte Chitonian Allianz auf der Hand hat. Das ist halt einfach irgendeine Ausrüstungszauberkarte und da Chaz Chitonian Allianz bereits vorher gespielt hat, habe ich mich einfach dazu entschieden, ihm die auf die Hand zu geben. Es kann aber auch sein, dass er irgendeine andere Ausrüstungszauberkarte auf der Hand gehabt hat. Es macht für den Verlauf des Duells ehrlich gesagt auch keinen Unterschied, da er die Karte sowieso nicht spielt. Chaz ist auch derjenige, der dieses Duell anfängt und er zieht den maskierten Drachen und beschwört ihn sofort im Verteidigungsmodus und beendet dann auch seinen Zug. Jaden ist dann dran, zieht die Karte Heldenkind und beschwört allerdings Elemental Burst Tinnitrix. Und dann greift er mit Elemental Burst Tinnitrix Chaz maskierten Drachen an. Dieser wird dann zerstört und aktiviert seinen Effekt und beschwört den bewaffneten Drachen Level 3. Und bei dieser Szene sehen wir, by the way, auch die Handkarten von Chaz. Falls ihr euch also fragt, woher ich immer weiß, wer welche Karten auf der Hand hat, dann liegt das daran, dass zwischendurch die Handkarten gezeigt werden. Beziehungsweise manchmal versuche ich auch einfach anhand des Duellverlaufs zu rekonstruieren, wer welche Karten auf der Hand gehabt hat. Denn manchmal werden die Handkarten gar nicht gezeigt. Oder es passieren einfach solche Sachen wie hier. Denn wie wir sehen können, hat Chaz tatsächlich einen bewaffneten Drachen Level 3 auf der Hand. Das passt also schon mal. Aber aus irgendwelchen Gründen hat er auch Elemental Avian und Elemental Bubbleman. Ich bin mir ganz sicher, dass Chaz die Karten wirklich auf der Hand gehabt hat und sie nicht einfach nur zu faul gewesen sind, ihm die richtigen Karten auf die Hand zu animieren. Aber machen wir auf jeden Fall weiter mit dem Wissen, dass Chaz ebenfalls Elementarhelden spielt. Zufällig genau die, die Jaden diesen Duell noch benutzen wird. Nachdem die Battlephase zu Ende ist, spielt Jaden dann noch seine Fallenkarte Heldenring verdeckt und beendet seinen Zug. Und an der Stelle mal ganz kurz, ohne Witz, Heldenring ist eine der schlechtesten Fallenkarten aller Zeiten. Das ist einfach so eine typische Karte, die du damals als Kind in dein Elementarhelden-Deck gepackt hast, weil du dachtest, oh, da ist Elemental Flammflügelmann drauf und das Ding hat Held im Namen und Jaden spielt sie, also muss die Karte gut sein,
aber das ist sie nicht. Und das werden wir in diesem Zug auch noch sehen. Denn als nächstes ist Chaz dran und er zieht die Karte Schrei der Untoten, beziehungsweise Ruf der Gejagten, was der deutlich uncoolere Name ist. Okay, wir nennen sie Schrei der Untoten, denn so wird sie auch im Anime genannt. Jedenfalls in der Standby-Phase aktiviert sich der Effekt von Chaz bewaffneten Drachen Level 3 und er kann ihn opfern, um den bewaffneten Drachen Level 5 zu beschwören, und zwar von der Hand. Also ich gehe davon aus, dass er ihn von der Hand beschworen hat, denn ansonsten hätte Chaz eine Handkarte zu wenig und das ist das gesamte Duell über und deswegen ist es das Einzige, was Sinn ergibt, okay? Jedenfalls beschwört er den bewaffneten Drachen Level 5 und wir hören mal, was die Experten dazu zu sagen haben. Pass bloß auf, Jaden! Durch die Aufwertung hat sich die Stärke seines bewaffneten Drachen erheblich erhöht und er war vorher schon ziemlich stark. Was? Inwiefern soll der denn vorher schon stark gewesen sein? Ich meine ja, durch den Effekt von bewaffneter Drache Level 3 kann er den bewaffneten Drachen Level 5 beschwören. Das ist ja das, was ihn so stark macht. Aber abgesehen davon ist der bewaffnete Drache Level 3 doch total schwach. Wie soll er bitte vorher schon stark gewesen sein, wenn sich seine einzige Stärke darauf bezieht, erst dann in Kraft zu treten, wenn man ihn für den Level 5er opfert? Ansonsten ist er doch einfach nur ein Monster mit 1200 Angriffspunkten. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was an 1200 Angriffspunkten stark sein soll. Zum Vergleich, in Battle City, also Power Creep technisch noch weit vor Yu-Gi-Oh! GX, im Duell zwischen Bakura und Yugi, als Bakura die Karte Geheimnis des Porträts spielt, sagt Yugi folgendes. Das Geheimnis des Porträts im Angriffsmodus. Das reicht erstmal für den Anfang. Er hat ein sehr schwaches Monster im Angriffsmodus gespielt. Das ist kein kluger Zug. Er muss einen Plan haben, aber welchen? Was ist denn jetzt mit einem Monster mit 1200 Angriffspunkten? Ist es jetzt total stark oder ist es total schwach? Also ich persönlich würde eher sagen, es ist schwach, aber sie sind komplett intransparent, wenn es darum geht, die Stärke von Karten zu beurteilen. Mal sind Karten, die objektiv betrachtet, richtig krass sind, im Anime nur so lala, und Karten, die absolut gar nichts machen und total situationsbedingt sind, sind auf einmal überkrass und sie wissen einfach nicht, wie sie Karten sinnvoll als gut verkaufen sollen. Wie auch immer, Chaz hat jetzt den bewaffneten Drachen Level 5 auf dem Feld und dann aktiviert Jaden instant seine Fallenkarte Heldenring. Und wie gesagt, Freunde, Heldenring ist einfach, ich meine, die Karte hört sich cool an und sie sieht cool aus, aber ich meine, was macht die Karte wirklich? Man aktiviert sie und sie sorgt dafür, dass ein Monster, das man kontrolliert, nicht von Monstern angegriffen werden können, die 1900 oder mehr Angriffspunkte haben. Also im Klartext, Burstinatrix kann jetzt nicht von bewaffneter Drache Level 5 angegriffen werden. Okay, in dieser Situation einigermaßen akzeptabel, aber trotzdem keine gute Karte. Ich meine, es gibt Sakuretsu-Rüstung, es gibt Dimensionsgefängnis. Okay, die gab es wahrscheinlich damals noch nicht. Aber es gab Zwangsevakuierungsgerät, bodenlose Fallgrube, Spiegelkraft. Also, keine Ahnung, warum. Vor allem hat die Karte nicht wirklich was mit Helden zu tun. Also, warum packt man das Wort Held in den Namen, wenn sie auch mit Nicht-Helden funktioniert? Aber egal, lass uns nicht zu tief ins Detail gehen, was das angeht. Jedenfalls hat Chaz, wie gesagt, den bewaffneten Drachen Level 5 und aktiviert auch seinen Effekt und schickt den fliegenden Kamakiri Nummer 1 von seiner Hand auf den Friedhof, um Elemental Burstinatrix zu zerstören. Denn der bewaffnete Drache Level 5 kann, wie gesagt, ein Monster abwerfen und ein Monster, das weniger Angriffspunkte hat als das abgeworfene Monster, zerstören. Also in diesem Fall Burstinatrix. Boah, wie krass, Chaz, neues Monster hat so eine starke Fähigkeit, dass er einfach Jadens Monster zerstört und seine Falle gekontert hat. Wie unfair ist das denn? Genau das ist es, was man jetzt als Zuschauer denken soll. Dabei wäre es doch viel schlauer gewesen, fliegender Kamakiri einfach zu beschwören, mit 1400 Angriffspunkten Burstinatrix anzugreifen, denn vor fliegender Kamakiri ist sie ja nicht geschützt, da Heldenring nur vor Monster mit 1900 oder mehr Angriffspunkten schützt. Und damit hätte Chaz nicht nur 200 Punkte mehr Schaden gemacht, sondern hätte auch noch ein weiteres Monster auf dem Feld, welches sogar, falls es zerstört wird, einen weiteren bewaffneten Drachen Level 3 vom Deck beschwören würde. Also was ist das hier für eine Minusaktion? Und nur nochmal, um das klarzustellen, es geht mir hier nicht darum zu sagen, oh, Chaz ist aber ein schlechter Duellant, weil er diesen Effekt aktiviert hat, anstatt ein Monster zu beschwören, oder Jaden ist ein schlechter Duellant, weil er diese Fallenkarte aktiviert hat, die eigentlich komplett nutzlos ist. Es geht mir darum, klarzustellen, dass dahinter ein Produktionsteam sitzt, welches sich ernsthaft gedacht hat, dass diese Züge ultra krass sind und den Zuschauern auch versuchen, diese Züge als ultra krass zu verkaufen, obwohl jeder Grundschüler es hätte besser machen können. Jaden wird bei
by the way, von dem folgenden Hologrammangriff weiter weggeschleudert, als Conan Edogawa von der vereinten Macht der Baseballschläger. Nachdem Chaz mit seinem bewaffneten Drachen Level 5 angegriffen hat und Jaden damit 2400 Lebenspunkte verloren hat, spielt er noch seinen Schrei der Untoten verdeckt und beendet dann seinen Zug. Jaden ist dran, der zieht Elemental Bubble Man und beschwört ihn im Angriffsmodus und durch seinen Effekt darf er 2 Karten ziehen. Und ja, im TCG ist es so, dass man mit Bubble Man nur 2 Karten ziehen darf, falls man keine anderen Karten auf dem Feld und keine Karten auf der Hand hat, aber im Anime darf Jaden immer dann ziehen, wenn Bubble Man beschworen wird und dann die einzige Karte auf dem Feld ist, was eigentlich jedes Mal der Fall ist, wenn er Bubble Man beschwört. Also es gibt, glaube ich, keine Situation, in der er mit Bubble Man nicht 2 Karten gezogen hat, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu stark gewesen für das reale TCG, also von daher. Jedenfalls zieht er dann 2 Karten und zieht Polymerisation bzw. Fusion und Elemental Avian und aktiviert dann seine Fusionskarte Instant, um Elemental Bubble Man, Elemental Avian und Elemental Sparkman zu Elemental Tempest zu fusionieren. Und selbstverständlich greift er mit Elemental Tempest den bewaffneten Drachen Level 5 von Chaz an. Chaz verliert 400 Lebenspunkte, der bewaffnete Drache Level 5 wird zerstört, aber er holt ihn instant mit Schrei der Untoten zurück aufs Feld und ja. Also dann spielt Jaden noch seine Defusionierung verdeckt und beendet seinen Zug. Als nächstes ist dann wieder Chaz dran und er zieht die Karte Verzweiflung aus der Finsternis, welche er sofort abwerfen wird, für den Effekt von bewaffneter Drache Level 5, um Elemental Tempest zu zerstören, da dieser 2800 Angriffspunkte hat und die Verzweiflung aus der Finsternis ebenfalls 2800 Angriffspunkte hat. Seht ihr, sie können es ja vernünftig machen. Das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um den Effekt von bewaffneter Drache Level 5 zu aktivieren. Das ist 1000-mal besser, als fliegender Kamakiri abzuwerfen, obwohl man ihn beschwören und mit ihm angreifen könnte. Aber egal, machen wir weiter. Jaden aktiviert seine Defusionierung und Tempest geht zurück ins Extra-Deck. Sparkman, Bubbleman und Avian kommt zurück aufs Feld, alle in Verteidigungsmodus. Und Chaz greift dann Elemental Sparkman an. Dieser wird zerstört und in der Endphase, da der bewaffnete Drache Level 5 ein Monster zerstört hat, kann er ihn opfern, um den bewaffneten Drachen Level 7 zu beschwören. Nachdem Chaz dann aber den bewaffneten Drachen Level 7 beschworen hat, fällt Tommy Morgenstern folgendes auf. Das ist merkwürdig. Dieses Monster war nicht in dem Koffer, den ich unserem kleinen Bruder gegeben habe. Oh, was? Was? Nach 5 Spielzügen und 3 unterschiedlichen bewaffneten Drachen fällt dir also endlich auf, dass Chaz nicht eure Karten für das Duell benutzt, sondern andere. Also der Typ hat definitiv nicht nur die Synchronstimme, sondern auch die Auffassungsgabe von Son Goku. Spaß beiseite, auch hier will ich nochmal betonen, dass diese Szene offensichtlich nicht die Dämlichkeit der Brüder von Chaz darstellen sollte, denn dafür hätte man ganz andere Möglichkeiten. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass da Menschen sitzen, die diese Dialoge schreiben und sich denken, ja, das ergibt Sinn, dass ihm beim bewaffneten Drachen Level 7 auffällt, dass Chaz nicht die Karten spielt, die sie ihm vor dem Duell gegeben haben, obwohl er zuvor bereits den bewaffneten Drachen Level 3 und Level 5 gespielt hat und das ganze Stadion darüber diskutiert hat. Vor allem sieht man in dem späteren Duell sogar die Karten, die Chaz von seinen Brüdern bekommen hat und er hat einfach keine einzige davon gespielt. Warum sollte denen das erst mitten im Duell auffallen? Ich frage mich halt wirklich manchmal, ob man sich bei der Produktion so dachte, hey, wir haben keine Ahnung von der Materie, aber Kinder merken sowieso nichts. Oder ob man sich dachte, wir bauen extra diese Fehler ein, denn irgendwer wird sie schon herausfinden und darüber lachen. Das Duell geht an diesem Punkt erstmal relativ fehlerfrei weiter. Jaden ist jetzt am Zug und zieht die Karte Rottweiler, spielt ihn dann im Verteidigungsmodus und spielt nur Heldengeist verdeckt und beendet schon wieder seinen Zug. Ich meine, was soll er großartig machen? Er kann nichts anderes machen. Und dann ist Chaz wieder dran und er zieht die Karte bewaffneter Drache Level 3, den er bereits auf der Hand hat. Also er hat wirklich 3 bewaffnete Drachen Level 3 im Deck. Jedenfalls benutzt er dann den Effekt von bewaffneter Drache Level 7, um den Level 3er von seiner Hand abzuwerfen und alle Monster mit weniger Angriffspunkten zu zerstören, also alle, die Jaden kontrolliert. Rottweiler gibt Jaden allerdings noch Elemental Burstinatrix und Fusion zurück auf die Hand. Und dann greift Chaz mit seinem bewaffneten Drachen Level 7 direkt an, doch Jaden aktiviert seine Fallenkarte Heldengeist, die dafür sorgt, dass er keinen Schaden nimmt, als sein Elemental-Monster zuvor zerstört wurde. Eigentlich muss es im Kampf zerstört werden, aber das ist auch nur der TCG-Effekt, also im Anime ist es wahrscheinlich anders. Auch hier muss man eigentlich wieder hinterfragen, warum er so eine Karte spielt, anstatt einfach Entkräftungsschild zu spielen oder Angriff annullieren. Ich meine, das sind auch nicht die heftigsten Fallen, aber die sind immer noch besser als das. Auf der anderen Seite muss man aber auch zugeben, dass es schon schwierig sein kann, Duelle zu scripten und vielleicht hat es einfach so am besten gepasst. Jedenfalls beendet Chaz dann seinen Zug und Jaden ist wieder dran, zieht den geflügelten Kuribo, spielt ihn im Verteidigungsmodus und beendet seinen Zug. Und dann ist Chaz wieder dran, zieht die Karte
The Grave of Enkindling. Ich sage bewusst erstmal nur den englischen Namen. Ihr werdet gleich schon verstehen, wieso. Jedenfalls greift er dann mit dem bewaffneten Drachen Level 7 Jadens geflügelten Kuribo an. Und hier muss man zumindest sagen, das hat einigermaßen Sinn gemacht, denn Chaz weiß ja, wie der geflügelte Kuribo von Jaden funktioniert. Und er weiß, dass Jaden im Zug, in den der geflügelte Kuribo zerstört wird, keinen Schaden nimmt. Das bedeutet also, man hat wenigstens darauf geachtet, dass Chaz nicht sinnlos den Effekt von bewaffneter Drache Level 7 verpulvert, um den geflügelten Kuribo zu zerstören und dann anzugreifen und zu merken, oh, Jaden nimmt ja gar keinen Schaden. Ich meine, man muss bei aller Unlogik auch mal zugeben, es gibt ein paar Situationen, wo sie sich wirklich Gedanken gemacht haben. Chaz beendet dann seinen Zug, obwohl er gerade eben eine Fallenkarte gezogen hat, die er hätte verdeckt spielen können, aber das ist sowieso immer so ein Thema, das werde ich nicht jedes Mal aufs Neue erwähnen, denn das ist literally in jedem einzelnen Duell so. Jedenfalls ist Jaden dann dran und er zieht die Karte Topf der Gier. Der Topf der Gier hilft gegen jeden Vampir. Ich meine, Chaz ist zwar kein Vampir, aber der wird niemals alt, okay? Er aktiviert also Topf der Gier und zieht zwei Karten von seinem Deck, und zwar Spezialwirbelsturm und Elemental Wildheart. Er aktiviert zunächst Spezialwirbelsturm, um sein Heldenkind abzuwerfen und alle Monster zu zerstören, die als Spezialbeschwörung beschworen wurden. By the way, ich habe hier Schrei der Untoten bzw. Ruf der Gejagten noch auf dem Feld gelassen, weil das Monster, was Chaz beschworen hatte, nicht zerstört wurde, sondern geopfert wurde, und die Karte bleibt normalerweise auf dem Feld. Ich weiß jetzt nicht, wie das nach Anime-Rulings ist und ob die Karte dann wirklich noch auf dem Feld bleibt oder zerstört wird. Macht euch nichts draus, okay? Also nach richtigen Regeln würde die Karte noch auf dem Feld bleiben, es hat aber keinen Effekt auf das Duell. Als nächstes spielt er dann Elemental Wildheart im Angriffsmodus und greift direkt an, also kurz und schmerzlos 1500 Schadenspunkte für Chaz, und dann beendet er seinen Zug. Dann ist Chaz am Zug und aktiviert die Karte Friedhof in der vierten Dimension. Diese erlaubt es ihm, zwei Levelmonster von seinem Friedhof zurück ins Deck zu mischen, und zwar den bewaffneten Drachen Level 3 und den bewaffneten Drachen Level 7. Und als nächstes beschwört er noch seinen bewaffneten Drachen Level 3 im Verteidigungsmodus und spielt seine Fallenkarte verdeckt und beendet seinen Zug. Jaden ist dann dran und geht sofort in die Battlephase, anstatt Elemental Dustinatrix zu beschwören, aber... Okay, ich meine, wir wissen sogar, dass er die Karte auf der Hand hat, weil er sie mit Rottweiler zurück auf die Hand geholt hat. Also man kann hier definitiv nicht sagen, okay, vielleicht hatte er sie gar nicht oder so. Nein, er hatte sie safe und aus irgendwelchen Gründen hatte sie nicht beschworen, aber... Naja, jedenfalls greift er mit Elemental Wildheart den bewaffneten Drachen Level 3 von Chaz an. Und da der zerstört wird, kann er jetzt die Karte The Grave of Enkindling aktivieren. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das so viel wie das Grab der Wiedererweckung oder das Grab der Entfachung, wie auch immer man das jetzt genau übersetzen will. Normalerweise bin ich ja ein absoluter Fan der Anime-Kartennamen. Ich meine, in der deutschen Version heißen die Karten im Anime meistens anders als im Kartenspiel, also zumindest in der OG und GX-Phase in 5Ds haben sie dann irgendwann angefangen, die Karten im Spiel und im Anime gleich zu benennen. Jedenfalls finde ich einfach das Schrei der Untoten oder Weißer Drache mit eiskaltem Blick oder Beauftragter der Dämonen viel cooler klingen als Ruf der Gejagten oder blauäugiger Weißer Drache oder herbeigerufener Totenkopf. Aber man muss sagen, dass sie in dieser Situation den Vogel einfach mal wieder komplett abgeschossen haben. Denn sie haben die Karte The Grave of Enkindling tatsächlich in der deutschen Version das Grab von Enkindling genannt. Vielen Dank auch! Jetzt kann ich meine Fallenkarte spielen. Sie nennt sich das Grab von Enkindling. Also aus The Grave of Enkindling oder The Grave of Enkindling haben sie abgeleitet, dass Enkindling tatsächlich eine Person sein muss und diese Fallenkarte ihr Grab darstellen soll. Das ist so, als würde man in der deutschen Version zu Pot of Greed nicht Topf der Gier sagen, sondern Topf des Greeds, mit der Annahme, dass Greed eine Person ist und dieser Topf eben diesem Greed gehört. Fullmetal Alchemist Crossover ist da. Ich meine, ist ein Übersetzungsfehler, kann passieren, aber schon lustig, dass sie den Sinn der Karte anscheinend überhaupt nicht verstanden haben. Denn ihr Name passt schließlich zu ihrem Effekt, denn die Karte erlaubt es beiden Spielern, ein Monster im Verteidigungsmodus zurückzuholen. Dieses darf zwar nicht angreifen, aber... Ich meine, sie kriegen ein Monster zurück. Und Chaz bekommt den bewaffneten Drachen Level 5, während Jaden sein Heldenkind vom Friedhof beschwört, welches ihm dann erlaubt, da es spezial beschworen wurde, zwei weitere Heldenkinder sofort von seinem Deck zu beschwören, die später noch eine besondere Rolle spielen werden, was ihr wahrscheinlich schon an der Hand von Jaden seht. Ich meine, er hat eine gewisse Fallenkarte auf der Hand. Ja, jedenfalls spielt Jaden diese Fallenkarte dann auch noch verdeckt und beendet dann seinen Zug. Chaz ist dann dran und er zieht die Karte Aufgestiegen. Diese erlaubt es ihm, den bewaffneten Drachen Level 5 zu opfern und instant den bewaffneten Drachen Level 7 von seinem Deck zu beschwören. Und dann aktiviert er die Zauberkarte Bewaffnete Arme. An sich erstmal schon mal lustig, dass er die Karte jetzt aktiviert, obwohl er sie oft
offensichtlich bereits das gesamte Duell lang auf der Hand gehabt haben muss. Diese erlaubt es Chaz nämlich, eine Ausrüstungszauberkarte von seiner Hand auf den Friedhof zu legen, und jedes Mal, wenn Chaz ausgerüstetes Monster, also in diesem Fall bewaffneter Drache Level 7, ein Monster im Kampf zerstört, darf er sich ein Monster mit weniger Angriffspunkten vom Friedhof auf die Hand nehmen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier einfach mal für Chitonian Allianz entschieden, weil das eine Ausrüstungszauberkarte ist, die Chaz gespielt hat. Aber schauen wir doch mal genauer hin, was Chaz tatsächlich auf den Friedhof gelegt hat, als er diese Karte aktiviert hat. Ataku, 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 moe sakaru. Ich frage mich halt allen Ernstes, warum sie das immer und immer wieder machen. Wo ist das Problem dabei, ihn tatsächlich eine Ausrüstungszauberkarte abwerfen zu lassen? Ich meine, es gibt jedoch keinen legitimen Grund, ihn bewaffneter Drache Level 5 von der Hand auf den Friedhof schicken zu lassen. Es wird doch explizit gesagt, dass er eine Ausrüstungszauberkarte abwerfen muss. Und das ist keine Ausrüstungszauberkarte, sondern ein Monster. Ich meine, man hätte es auch einfach so sagen können, dass er irgendeine Karte abwerfen muss, dann hätte es schon gepasst. Aber die Karte wurde später ins TCG auch so übernommen, dass sie eine Ausrüstungszauberkarte abwerfen muss. Also war sie anscheinend wirklich so gedacht. Und dann hat man sich aus irgendwelchen Gründen dazu entschieden, ein Monster abzuwerfen. Ich frage mich halt manchmal einfach nur, was sich die Produzenten dabei wirklich gedacht haben. Ich meine, wenn man jetzt eine Ausrüstungszauberkarte auf den Friedhof schicken muss und es ist, keine Ahnung, eine Feldzauberkarte oder so, meinetwegen, erkennt man vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber es ist ein Monster. Es sieht komplett anders aus. Und es muss ja irgendwer animiert haben, dass er diese Karte auf den Friedhof legt. Also irgendwas muss man sich doch dabei gedacht haben. Das ist ja jetzt auch nicht irgendeine Gruppe von Schülern, die irgendwie ihr Schulprojekt vorstellen oder so, sondern das ist eine ernsthaft produzierte Serie, die den Leuten eine Menge Kohle einspielt. Also da kann man doch wenigstens erwarten, dass sie Monster und Zauberkarten unterscheiden können. Chaz greift daraufhin dann mit seinem bewaffneten Drachen Level 7 Jadens Elemental Wildheart an. Dieser wird im Kampf zerstört. Jaden verliert eine Menge Lebenspunkte. Und Chaz kann sich durch den Effekt von bewaffneter Arme jetzt ein Monster vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. In diesem Fall maskierter Drache. Und er aktiviert dann auch noch den Effekt von bewaffneter Drache Level 7 und wirft seinen maskierten Drachen ab, um alle Heldenkinder von Jadens Feld zu zerstören. Was letztendlich das gewesen ist, was Jaden sowieso vorhatte. Denn er hat die Karte Wunderkinder verdeckt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Chaz beendet seinen Zug und Jaden zieht die Karte Rückkehr des Kriegers. Diese aktiviert er sofort, um sein Elemental Avian vom Friedhof zurückzuholen. Und ihr wisst alle genau, was das bedeutet. Jaden aktiviert Fusion, fusioniert Elemental Avian und Burst Tenetrix zu Elemental Flammflügelmann. Und das ist normalerweise der Punkt, an dem Jaden in Staffel 1 gewonnen hat, denn das ist ein Bossmonster. Sagt, was ihr wollt. Elemental Flammflügelmann ist Jadens Bossmonster, nicht Elemental Neos, okay? Neos ist auch cool, aber Flammflügelmann ist der OG. Nur, dass wir das geklärt haben. Jedenfalls aktiviert er dann noch seine Fallenkarte Wunderkinder, wodurch die Angriffspunkte von dem bewaffneten Drachen Level 7 um 400 pro Heldenkind in Jadens Friedhof sinken. Das bedeutet, dass er nur noch 1600 Angriffspunkte hat. Elemental Flammflügelmann kann ihn also im Kampf überrennen. Und Chaz verliert 500 Angriffspunkte, der bewaffnete Drache Level 7 wird zerstört. Und durch den Effekt von Elemental Flammflügelmann, beziehungsweise wie es im Anime heißt, durch die Superkräfte des Flammflügelmann, besiegt Jaden dann Chaz. Reduziert seine Lebenspunkte genau auf 0 und dieses Duell ist zu Ende. Es gibt danach wenigstens noch einen emotionalen Moment, in dem Chaz dafür gefeiert wird, dass er sich aus eigener Kraft duelliert hat und nicht die teuren Karten seiner Brüder benutzt hat, und er entscheidet sich letztendlich wieder dazu, zurück an die Duellakademie zu kommen. Die Duellakademie war schon immer mein Zuhause. Bro, du bist zwar erst seit einem Monat oder so Schüler der Duellakademie, aber was soll's, das war's für heute mit den dümmsten Duellen in Yu-Gi-Oh! Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls dem so ist, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.